Liebe Zuhörer der BEG Gottesdienste, heute lautet das Thema unserer Predigt überrascht von Erhörung. Das ist auch der Grund dafür, warum wir in diesen Wochen als Gemeinde in unser neues Domizil in den Norden Hannovers umziehen können, in diesen wunderschönen Ort Mellendorf, der so gut auch verkehrstechnisch von allen Seiten aus erreichbar ist. Das ist das Ergebnis einer Gebetserhörung, dass Gott uns dieses dringend benötigte neue Gemeindezentrum hat finden lassen. Allerdings können wir wegen des Umzugs in diesem Interim leider keinen Livestream senden, aus organisatorischen und technischen Gründen. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, dass dies sehr bald wieder möglich sein wird. Bis dahin stellen wir ganz gezielt jeden Sonntag eine frühere Predigt ins Netz. Heute wird das die Predigt vom 30. Januar 2022 sein, eben unter diesem Titel Überrascht von Erhörung. Und der Predigttext dazu findet sich in Apostelgeschichte 12. Ich lese die ersten 12 Verse. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an, und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes, und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und wir begrüßen auch alle, die uns jetzt über den Livestream verfolgen und angeschlossen sind, auch in Österreich und der Schweiz und wo immer wir miteinander dieses Wort Gottes jetzt studieren wollen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Die Gemeinde wächst, es geht voran. Antiochia wacht auf für das Evangelium. Jene Stadt an dem Fluss Orontes im Süden der Türkei, etwa 30 Kilometer landeinwärts von der Mittelmeerküste. Heute hört der Ort auf den schönen Namen Antakya. Es waren verfolgte Christen aus Jerusalem vertrieben, die hier in der Metropole erstmalig das Evangelium von Jesus verkündigten und das mit einer überwältigenden Resonanz taten. Es ist hochspannend zu sehen, in Apostelgeschichte 11, also in dem Kapitel vor unserem Predigttext, da heißt es im Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen, also mit den Predigern, mit den Aposteln, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und Vers 24 nochmal, und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Erweckungszeit. Und während in Antiochia die Gemeinde blüht und gedeiht, gerät sie 500 Kilometer südlich in Jerusalem immer stärker unter Druck. Und da genau beginnt
unser Predigttext. Ich lese noch einmal die ersten drei Verse, Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Wenn Sie unsere Predigten in den letzten Wochen verfolgt haben, dann werden Sie sich vielleicht wundern. Eben noch waren wir in Sodom gewesen, im Alten Testament. Und wir werden, so Gott will, auch nächsten Sonntag dahin wieder zurückkehren. Und heute nun dieser Sprung ins Neue Testament, in die Zeit der jungen Gemeinde. Warum? Anlass ist der Gebetstag, zu dem wir heute im gesamten deutschsprachigen Raum aufgerufen haben. Wir, das ist der Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe, Arbeitskreis ACCH. Und darin haben sich Pastoren und Leiter von christlichen Werken zusammengetan, um in dieser turbulenten Zeit sowohl Gemeinden als auch einzelnen Christen beizustehen, die sich von dieser Situation der Corona-Krise auf vielfache Weise bedrängt sehen. Wir haben einen Flyer ins Land geschickt. Erst eine Woche liegt das etwa zurück. Dazu haben wir noch ein kurzes Video gemacht. Und ich darf sagen, wir sind wirklich überwältigt von den zahlreichen Reaktionen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, ja sogar aus Luxemburg, die uns wirklich sehr ermutigt haben, die uns aber auch einen Einblick gegeben haben in Notsituationen und in ganz, ganz viel Einsamkeit. Es wäre interessant, jetzt die Zeugnisse vorzulesen, die uns erreicht haben. Eine Glaubensschwester aus Norddeutschland schreibt, Moin aus dem Norden, auch hier wird morgen, das schrieb sie also gestern, gebetet. Ich habe auch die Infos zu dem Gebetstag weiter gestreut und möge morgen wirklich ein Sturm des Gebetes durch Deutschland gehen. Das schrieb sie gestern angesichts des Sturms. Und sie schreibt, ich bin selber auch betroffen, da ich in einer Tagespflege arbeite und am Montag erwarte meine Chefin, dass ich ihr meinen Impfstatus von Mitte März sage, ob sie mich freistellen wird oder auf die Reaktion des Gesundheitsamtes wartet, weiß ich noch nicht. Eine Familie schreibt, als bekennende Christen sind wir auch in den letzten Monaten innerhalb unserer Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft sehr herausgefordert. Wir möchten Jesus allein folgen und uns nicht dem Mainstream unterwerfen. Deshalb bin ich als ungeimpfte Krankenschwester von der drohenden Impfpflicht betroffen und werde meinen Job nach jetzigem Stand verlieren. Wir werden als Familie am Sonntag mitbeten. Dann jemand anderes schreibt, vor allem was das für die Kinder bedeutet, vor allem was es mit den Kindern macht, wenn einige Gemeinden keinen Unterschied zur Welt machen, wenn sie aus Angst und persönlichem Misstrauen und die vermeintliche Gesundheit das höchste Gut ist, dann es kein gemeinsames Singen gibt, keine Gemeinschaft nach dem Gottesdienst oder unter der Woche, keine freie Gemeinschaft unter den Kindern. Und ein Glaubensbruder aus Lübeck hat uns geschrieben, dass ich das an der richtigen Stelle sehe. Er sagt, ich bin Krankenpfleger seit über 30 Jahren. In der Transplantation arbeite ich seit 20 Jahren. Momentan kann ich nicht in die Gemeinde gehen, weil bei einer möglichen Quarantäne durch den Gemeindebesuch mir ein halber Monatslohn gestrichen wird. Und so könnte man Zeugnis um Zeugnis bringen. Wir haben Rückmeldungen von Gemeinden, von Hauskreisen, von Familien. Und noch im Februar wollen wir als ACCH einen weiteren Rundbrief versenden, um die nächsten Schritte vorzustellen. Wir wollen helfen, dass Christen, die vereinsamt sind, mit anderen Geschwistern in Kontakt kommen. Wir denken auch an Christen, die als Ärzte und Pfleger oder Sozialarbeiter in ihren Einrichtungen zurzeit mit großen Schwierigkeiten kämpfen. Und wir wollen ihnen dabei helfen, Informationen zu bündeln, sich untereinander zu vernetzen. Und wer es noch nicht getan hat, der kann sich dafür einfach anmelden über unsere Mailadresse, wer weitere Informationen haben will, die mit diesem Video verlinkt ist. Klammer zu, aber heute wollen wir nach dem Prinzip das Wichtigste zuerst, die stärkste und mächtigste Hilfsquelle anzapfen, die es in dieser und in allen anderen Notlagen gibt, nämlich unseren allmächtigen Gott, unseren Vater, um seine Hilfe anrufen im Namen unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und wir verfahren dabei nach dem Motto, das Christoph Karl Ludwig von Pfeil in seinem bekannten Lied 1741 so formuliert hat: Kann ein einziges Gebet einer gläubigen Seele, wenn es zum Herzen Gottes geht, seines Zwecks nicht fehlen? Also wenn schon ein einziges Gebet eines vereinsamten einzelnen Christen Gottes Herz mit Sicherheit erreichen will, dann geht's weiter. Was wird's tun, wenn sie nun alle vor ihn treten und zusammen beten von Ostfriesland bis nach Luxemburg? Das steht in der Liedstrophe nicht mehr, aber das ist wahr.
Und das ist das Ziel dieses Tages. Und deshalb sind wir so dankbar für die vielen Geschwister, die dabei sein werden. Unsere Mitarbeiterin hat mir heute Nacht um 23.55 Uhr den damaligen Zwischenstand geschickt. Aber in der Zwischenzeit sind noch weitere Mails eingegangen. Da sehen Sie, wie lange unsere Leute im Einsatz sind. Und sie schrieb, also 23.55 Uhr wurde der Rundbrief, also der angefordert wurde aufgrund des Flyers, der Rundbrief von uns aus an 126 E-Mail-Adressen gesandt, Schweiz, Österreich, Luxemburg. Außerdem wurde der Rundbrief auch über andere Kanäle weitergeleitet, da wir da Zurückmeldungen bekamen von Personen, die wir selbst nicht angeschrieben hatten. Was wird's tun, wenn sie nun alle vor ihn treten? Und deshalb auch heute dieser Umweg über Antiochia und Jerusalem, wo wir an dem Vorbild der jungen Gemeinde lernen dürfen, wie sie gebetet haben, sogar mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Und was der Herr dann aus dieser bedrängten Situation an Gutem entstehen lässt und an Freude und an neuem geistlichen Leben. Und deswegen steht als großes Motto über dieser Predigt, die YouTube-Hörer haben es schon gesehen auf dem Thumbnail, überrascht von Erhörung. Überrascht von Erhörung, wenn Gemeinde betet. Und die Mitte dieses Kapitels, Apostelgeschichte 12, ist eine nächtliche Gebetsversammlung im Haus der Maria, Vers 12, wo viele beieinander waren, wie hier steht, wo viele beieinander waren und beteten. Diese Maria war die Mutter von Johannes Markus. Das ist dieser Markus, der später das Markus-Evangelium schreiben sollte. Höchstwahrscheinlich war sie eine wohlhabende, gläubige Frau, die ihr Anwesen der Gemeinde immer wieder als Versammlungsort zur Verfügung stellte. Und auch für dieses Gebetstreffen damals im Haus der Maria gab es einen konkreten Anlass. Sie haben Petrus geholt. Sie haben Petrus geholt. Diese Parole verbreitete sich in Windeseile unter den Christen, deren Nerven ohnehin schon blank lagen und die Trauer war noch frisch. Erst vor kurzem war Jakobus durch den Staat ermordet worden, einer ihrer geistlichen Leiter und Seelsorger. Jakobus, einer der 12 Apostel und Bruder des Johannes. Andere Christen, so lesen wir hier, wurden misshandelt. Das römische Regime zeigt seine finstere Fratze und lässt das römische Grundrecht zur Farce werden. So steht es dann hier in Vers 2. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Und Lukas datiert das Geschehen, er sagt, es war das Fest der ungesäuerten Brote. Also diese Festwoche nach dem Passa. Und wenn die vorbei wäre, so der Plan, dann soll an Petrus ein Schauprozess demonstriert werden, an dessen Ende erwartungsgemäß die Todesstrafe stehen würde. Vers 4, als er ihn nun ergriffen hatte, warf ihn ins Gefängnis, überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Es durfte also nichts schiefgehen. Denn er dachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Warum? Was, bitteschön, hatten die Christen ihren Zeitgenossen denn angetan? Auch dazu, auch zu dem Motiv, gibt uns Lukas einen Hinweis. Schauen Sie in Vers 3a. Und als er sah, also Herodes, dass es den Juden gefiel. Das Kalkül des Regierungschefs könnte zynischer kaum sein. Zynischer. Die Ermordung des Jakobus hat also öffentliche Zustimmung hervorgerufen. Eine deutliche Mehrheit hatte diese Maßnahme begrüßt. So steht das ja hier. Er sah, dass es den Juden gefiel. Sicher nicht allen Juden. Jakobus und Petrus waren ja selbst Juden. Aber einer starken Gruppierung unter ihnen. Einer Gruppierung, die den Christen feindlich gesonnen gewesen war, weil sie deren Botschaft für gefährlich und für volkszersetzend hielten. Weil die Apostel predigten, zum Beispiel Kapitel 4, 12, es gibt in keinem anderen Rettung und es ist kein anderer Name gegeben, durch den wir zu Gott kommen können, als allein der Name Jesus. Und das konnten sie nicht ertragen, Apostelgeschichte 4, 12. Dem Herodes, dem waren die theologischen Fragen doch egal. Ihm ging es allein um den politischen Nutzen. Und dabei setzt er auf die niedersten Instinkte seiner Zeitgenossen. Er hatte gemerkt, die Ermordung des Jakobus hatte seine Popularitätswerte in die Höhe schnellen lassen. Und das war offensichtlich eine kluge Strategie, um die Machtposition weiter auszubauen. Auf die Massen war Verlass. Und sie würden dann auch die Ermordung des Petrus
gutheißen. So sagten es zumindest die Zahlen von INSA. Und hier sehen wir wieder, wie realistisch die Bibel unsere Welt beschreibt. Und wie gut dieser Herodes auch in unsere politische Landschaft gepasst hätte. Ganz kurz zu seiner Person, damit Sie das einordnen können. Hier, dieser Herodes war König Herodes Agrippa der Erste. Es gibt ja viele mit diesem Namen, wir müssen die immer gut sortieren. Agrippa der Erste war der Enkel des berühmten Herodes zur Zeit Jesu, den Sie alle kennen, der den Kindermord von Bethlehem damals organisiert hatte. Das war also der Opa von diesem Herodes Agrippa. Und der Mann hier, der teilte durchaus einige Charakterzüge seines Großvaters. Man hat ihn schon nach Rom während seiner Kindheit zur Erziehung geschickt. Dort galt er als Abenteurer und Spielertyp. Er befreundete sich geschickt mit dem späteren Kaiser Caligula. Auch damals brauchte man diese Seilschaften in der Politik. Das sollte sich auch auszahlen. Denn unter Caligula und Claudius wurden immer weitere Teile Israels unter die Herrschaft, oh Wunder, dieses Herodes Agrippa gestellt. Das hatte sich also gelohnt. Der Onkel von Herodes Agrippa war Herodes Antipas. Und der Onkel dieses Herodes hier, unseres Herodes, der war Jesus noch persönlich begegnet. Der hatte Jesus verspottet und er hatte, Sie erinnern sich, schließlich Johannes den Täufer ermordet. Er hat ihn ermordet, weil der es wagte, seinen Lebensstil mit der biblischen Ethik zu konfrontieren. Das war der Onkel. Und nun unser Herodes Agrippa. Politisch will der vor allem eins, seine Macht behalten. Das ist sein ganzes Ziel. Und dafür braucht er Ruhe im Land. Also sucht er den Schulterschluss mit der Mehrheit. Das fördert seine Beliebtheit. Er befolgt so einigermaßen die Gesetze der Juden. Und er straft die Minderheit der Judenchristen ab. Eigentlich muss man sagen, beleidigt Herodes mit dieser Politik auch die Mehrheit, weil er an deren niedersten Instinkte appelliert. Er sagt, ein Mord hat Ihnen schon gefallen, okay, biete ich Ihnen einen zweiten. Und diese Strategie ist ja nicht beschränkt auf Herodes. Sie hat sich bis heute gehalten. Wenn Machthaber bestimmte Entscheidungen treffen, weil sie damit die Stimmung der Massen zu ihren Gunsten anheizen wollen, damit appellieren sie bis heute an die niedersten Instinkte wie damals Herodes von Agrippa. Sie haben es wahrscheinlich gehört, vor wenigen Tagen hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, in einer Talkshow bei Anne Will begründet, warum er unbedingt für die Impfpflicht sei. Dort sind ja Wahlen im Mai. Und nicht aus medizinischen Gründen. Das ist ja inzwischen auch sehr schwierig geworden, die Impfpflicht mit medizinischen Gründen zu begründen, sondern der Ministerpräsident sagte folgendes, Zitat: Sinn und Zweck der geplanten Impfpflicht also ist, dass wir den Menschen signalisieren können, die alles getan haben in den letzten 2 Jahren, sich impfen zu lassen, die vorsichtig waren, sich testen lassen, die Maske tragen, dass wir denen zeigen können, jetzt sind die anderen dran, die sich bislang geweigert haben, damit wir alle gemeinsam wieder ein Stück mehr Normalität kriegen. Damit unterstellt er den Ungeimpften erstmal, dass sie nicht vorsichtig waren, dass sie sich nicht haben testen lassen. Tja, und er erklärt dann die Pflichtimpfung ja zu einer Strafaktion, mit der die Geimpften befriedigt werden sollen. Auf die erstaunte Nachfrage der Moderatorin bekräftigte Wüst, der immerhin Jurist ist, nochmals, ja, Zitat, es gehe um ein Zeichen an die Geimpften. Jetzt sind die anderen dran. Es gäbe viele Menschen, die hätten sich impfen und boostern lassen. Und jetzt müssen wir uns wieder, Zitat, mal bitte liebevoll um die Nicht-Geimpften kümmern. Zitat Ende, sagt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und so hetzt man verschiedene Gruppen einer Gesellschaft gegeneinander auf, sofern diese das mit sich machen lassen. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort. Und nahm auch Petrus gefangen, es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brüte. Und als er ihn nun ergriffen hatte, ja, ich lese nur die Bibel vor. Und als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Die Gemeinde betet. Und dann ereignen sich lauter überraschende Dinge, die unserer Predigt den Titel geben, überrascht von Erhörung. Überrascht von Erhörung, wenn Gemeinde betet. Und die erste Überraschung finden wir gleich in den nächsten Versen, in den Versen 6 bis 8. Lassen Sie uns diese Überraschung entdecken. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis.
Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Die erste überraschende Folge des Gebets der Gemeinde ist eine überraschende Ruhe. Wenn Sie mitschreiben wollen, erstens eine überraschende Ruhe. Weil die Beter wachen, kann Petrus gut schlafen. Für wen müssen wir betend wachen? Gegen die Macht des Schwertes setzt die Gemeinde die Macht des Gebets. Hast du jemanden, der für dich betet, wenn es drauf ankommt? Die Beter hatten bestimmt die beiden vorherigen Verhaftungen des Petrus noch in lebhafter Erinnerung. In Apostelgeschichte 4, Vers 3 konnte man das schon lesen. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Oder in Apostelgeschichte 5, Vers 18 dann gleich wieder. Und sie legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Das war für die also nicht ganz neu. Aber ja, der Apostel war immer wieder rausgekommen, aber es gab keine Garantie. Und diesmal... Das wissen wir ja durch die Verse davor, war es wirklich besonders ernst. Und so beten sie, wie hier steht, ohne aufhören. Hier steht, sie beten inständig. Das griechische Wort ektenos, das ist dasselbe Wort, das Lukas gebraucht, um das Gebet Jesu in Gethsemane zu beschreiben. Inständig, leidenschaftlich. Ob Petrus das ahnt, wie seine Geschwister jetzt vor Gott für ihn kämpfen? Im Gefängnis bekommt er eine Sonderbehandlung. Normalerweise reicht es aus, an einen Soldaten gekettet zu sein. Da sehen Sie, wie wichtig das auch Herodes ist, dass die Sache hier klappt. Hier sind es vier Mannschaften, a zwei Personen, rund um die Uhr. Wahrscheinlich war Petrus angekettet an den Zellenwänden. Es gibt ziemlich ausführliche Berichte über die Zustände der damaligen Gefängnisse. Zwei Soldaten bewachen ihn direkt, zwei weitere zur Sicherheit vor der Tür. Wie soll einer da flüchten können? Und dennoch, Petrus schläft. Das erinnert uns an Paulus und Silas in Philippi, als die im Gefängnis nachts gelegen haben, haben sie gesungen. Das ist auch eine Möglichkeit. Also entweder singen oder schlafen. Und das ist die erste Überraschung. Wenn Gemeinde betet, gibt es eine überraschende Ruhe. Und Petrus, das ist interessant, welche Details Lukas bringt. Petrus schläft so tief, dass der Engel ihn erstmal so in die Seite checken muss, damit er überhaupt wach wird. Ja, in Vers 7 steht das, und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn. Da reicht es nicht mal, ihn einfach anzusprechen. Und siehe, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und jetzt passen Sie auf, was geschieht. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Also man hat den Eindruck, der ist noch nicht so ganz wach, dem muss man jede Einzelheit sagen. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache, also immer so vorbei an den Wachposten, und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und alsbald verließ ihn der Engel. Hier handelt Gott ganz direkt. Und übrigens zeigt das auch, dass Gott mit jedem seiner Leute einen eigenen Weg geht. Jakobus, der Apostel, wird ermordet in jungen Jahren. Der Bruder von Jakobus, Johannes, wird sehr alt werden und erst im Exil auf Patmos sterben. Und Petrus kommt frei. Gott lässt sich nicht auf irgendein Schema festlegen. Aber er hat alle seine Leute gleich lieb. Er geht mit jedem von uns den Weg, der gut für uns ist. Und wir haben Gottes Zusage aus Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und dann ist Petrus wieder allein. Und er weiß sofort, wohin zu gehen. Der Gemeindetreffpunkt ist nämlich im Haus der Maria, Vers 11. Als er zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat, von allem, was das jüdische Volk erwartet, Klammer auf, nämlich den Schauprozess, Klammer zu. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Maria, der Mutter des Johannes, bei dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Wahrscheinlich war das so ein Familienwohnsitz, eine Villa mit eigenem Torgebäude. Marias Vorfahren waren irgendwie zu Wohlstand gekommen und sie hatten dort genug Platz. Wahrscheinlich haben die Jünger auch das Passa dort gefeiert.
vor der Kreuzigung und eventuell war das auch ihre Anlaufstelle zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und nun kommt Petrus dort an und er klopft. Ja, wahrscheinlich an die Grundstückstür, dazwischen war immer noch so ein Innenhof, er klopft. Er merkt schon, trotz der Nachtstunde ist die Gemeinde versammelt zum Gebet. Und als es klopft, denken die Christen wahrscheinlich erstmal am Polizeibesuch. Eine Magd rennt zur Tür, schauen Sie sogar, ihr Name ist festgehalten, Vers 13. Als es aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Einige sagen, man kann das wahrscheinlich auch mit Röschen übersetzen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Ja? Also voller Begeisterung, sie merkt, klar, es ist der Apostel, aber was macht sie? Sie lief hinein und verkündet, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen, du bist von Sinn. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel, also sein Schutzengel gewissermaßen. Und Petrus klopfte weiter. Und als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Hier stehen wir vor einer zweiten Überraschung in dieser Nacht. Überraschend im Sinne von unerwartet, von erstaunlich. Wir sehen hier nicht nur eine überraschende Ruhe, sondern auch eine überraschende Resistenz. Eine überraschende Widerständigkeit. Eine überraschende Resistenz, eine überraschende Weigerung im eigenen Herzen. Schauen Sie mal. Die Gemeinde betet doch sicher auch um Bewahrung und um Befreiung für Petrus. Aber anstatt schon mal jemanden ans Tor zu schicken, für den Fall, dass er gleich um die Ecke biegen wird, machen sie nicht mal auf, als er vor der Tür steht. Alfred Christlieb, ein Pfarrer vom Anfang des 20. Jahrhunderts, hat das eine Doppelüberraschung genannt. Er hat gesagt, eine Tür, von der man dachte, sie bliebe geschlossen, geht auf. Das war die Gefängnistür. Und eine Tür, von der man dachte, sie müsste sofort aufgehen, bleibt geschlossen. Das ist die Gemeindetür. Während Riegel aufbrechen, klemmen manchmal unsere Herzenstüren. Und es ist sehr tröstlich, dass der Herr ihre Gebete trotzdem erhört. Auch unser Glaube kann ja oft nicht Schritt halten mit Gottes großen Taten, mit Gottes herrlichen Plänen. Die beten um Befreiung und als die Magd dann von der Befreiung berichtet, erklären sie für verrückt. Du bist übergeschnappt, ja? Und als dieses Röschen sich nicht beirren lässt und die Gemeinde daran erinnert, nein, es ist wirklich, dann kommt prompt das nächste Gegenargument, dass es eigentlich Petrus gar nicht sein kann. Sie sagen nämlich, das ist ein Engel. Und Petrus klopft weiter. Verstehen Sie, das ist fast Slapstick hier mitten in diesem Drama. Nur Röschen lässt sich nicht beirren. Und ihre Freude triumphiert über den Unglauben. Als die Trockenheit schon lange dauerte, da wussten die Bauern nicht mehr, was sie tun wollten. Der Regen war für die Ernte wichtig. Aber die Brunnen waren ausgetrocknet. Und so beschloss die Kirchengemeinde, einen Gebetsgottesdienst einzuberufen. Einen Tag des Gebets. Sie wollten um Regen beten. Diesmal kamen viele. Und als der Pastor das Wort ergreifen wollte, fiel ihm ein 11-jähriges Mädchen, das in der ersten Reihe sah, besonders auf. Dieses 11-jährige Mädchen strahlte vor Aufregung. Und neben ihr lag ein knallroter Regenschirm, den sie für den Heimweg mitgenommen hatte. Und da musste der Pastor genauso strahlen wie das kleine Mädchen. Schauen Sie, welch kindliches Vertrauen, welche Erwartung an den Gebetstag. Gott wird etwas tun. Das ist nicht naiv, das ist realistisch. Das ist realistisch. Ja, Gott handelt nicht immer, wie wir erwarten. Und Gott gibt nicht immer, was wir erhoffen. Aber Gott kann jederzeit und er wird tun, was zu unserem Besten ist. Das waren schon mal zwei Überraschungen der betenden Gemeinde. Sie erlebt eine überraschende Ruhe, aber sie erlebt auch eine überraschende Resistenz, eine Widerständigkeit im eigenen Herzen. Und darum lasst uns auch dafür beten heute, dass der Herr unser Vertrauen stärkt, nämlich zu ihm. Und dass wir uns einreihen dann in diesen Vers 5, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Beten ist kein geistlicher Leistungssport. Nach dem Motto, wer strengt die Glaubensmuskeln am meisten an? Nein, wir dürfen dem Herrn unser Herz ausschütten, auch mit aller Verzagtheit und mit allen Fragen, die da drin sind. Und dann hören wir seine liebevolle Zusage, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir sind sehr froh darüber, dass viele Geschwister zugesagt haben, heute dabei zu sein in dieser großen Gebetsgemeinschaft. Zu ganz unterschiedlichen Zeiten
an ganz verschiedenen Orten. Vielleicht möchte sich ja jetzt noch mancher, der diesen Gottesdienst mitverfolgt, in unseren Chor einreihen. Dann können Sie den Flyer ausdrucken, der ist in der Description mit verlinkt. Und Sie finden auf dem Video etwa, auf dem Video zu diesem Gottesdienst den Flyer. Sie können auch auf die Homepage unserer Gemeinde gehen, beg-hannover.de. Und wir werden uns heute hier zwischen den beiden Gottesdiensten um 13 Uhr zum Gebet versammeln. Und wir werden diese vier Abschnitte, die in dem Flyer genannt werden, diese vier Anliegen dann jeweils vorlesen und für dieses Anliegen dann jeweils beten. Im ersten Block etwa wird es heißen, Bewahrung für Bedrängte, darum beten wir. Und dazu hatten wir geschrieben, lasst uns beten, dass Gott größeres Übel abwendet und verhindert, dass es zu weiteren Nöten kommt. Wir wollen beten für die medizinische Situation, aber auch, dass es zu keinen weiteren Verschärfungen der Maßnahmen kommt. Insbesondere, dass das politische Vorhaben zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht durchgesetzt wird. Ebenso, dass die bereits beschlossene Impfpflicht für den medizinischen und sozialen Bereich wieder zurückgenommen wird. Lasst uns auch besonders für die Geschwister in Österreich eintreten, wo eine allgemeine Impfpflicht ab dem 1. Februar gelten soll. Und nun haben wir eine sehr ermutigende Information gestern noch bekommen. Der Herr weiß ja, dass wir heute anfangen werden, dafür zu beten, und wir tun das auch schon seit einigen Tagen, dass jetzt in dieser Woche der Verfassungsgerichtshof in Österreich, dessen amtierender Verfassungsrichter Dr. Hauer sich mit einem Schreiben an die österreichische Regierung gewandt hat und die Regierung dort sehr, sehr grundlegende Fragen zu ihren Corona-Maßnahmen stellt, im Namen des Verfassungsgerichtes. Das sind im Grunde genommen unsere Fragen, die er dort stellt, und der Regierung, wenn ich das richtig sehe, eine Frist bis zum 18. Februar gesetzt hat, diese Fragen zu beantworten. Und viele in Österreich halten das für eine doch sehr beachtliche und sensationelle Entwicklung. Wir wollen das weiter verfolgen. Nun, einige Christen erwecken den Anschein, dass die Kirche, dass die Gemeinde ihre Stimme erst dann laut erheben solle, wenn es um direkte Christenverfolgung geht. Die sagt, was regt ihr euch denn so auf? Es ist doch keine Christenverfolgung. Nun, in der Bibel kann ich diese Einschränkung nicht finden, dass wir erst dann Verantwortung wahrnehmen sollen, wenn es um direkte Christenverfolgung geht. Das müssen wir natürlich auch tun. Und wer jetzt schon schweigt, wie will er dann reden, sollte es schlimmer kommen? Einige wenige Stimmen haben uns auch gefragt, warum wir denn hier gegen die Impfung beten würden. Nun, dazu muss man klarstellen, wir beten nicht gegen die Impfung, wir beten für Befreiung von einer Impfpflicht. Und genauer gesagt beten wir gegen die Erzwingung eines gentechnischen Eingriffs in unseren Körper. Bei uns, auch das will ich sehr, sehr deutlich sagen, wird niemand bedrängt, der diesen Eingriff haben will. Das ist eine freie Entscheidung. Und das muss eine freie Entscheidung für jeden Einzelnen bleiben. Aber die aktuelle Meinungsverschiedenheit unter den Medizinern, Epidemiologen, Virologen ist nachweislich doch viel kontroverser, zumal auch international, da wird das noch deutlicher, als die meisten Medien uns vorgaukeln. Nichts ist klar. Die Wirkung der Impfung hält nicht, was von ihr versprochen wurde, sonst würden sich ja viele Geimpfte nicht so unsicher fühlen. Die Gefahr von schweren Nebenwirkungen ist nachgewiesen. Und schon viele sind davon betroffen. Jetzt am letzten Montag, das hat einiges Aufsehen erregt, hat jemand aus der Verwaltung, nämlich der Vorsitzende des Stadtrechtsausschusses der Stadt Mainz, einen Aufruf veröffentlicht in der Berliner Zeitung vom 24.01. unter der Überschrift: Seit meiner Impfung ist nichts mehr, wie es war. Und dann beschreibt er die Schädigung, die er seitdem erfahren hat, bis hin zu einem ischämischen Schlaganfall. Und er fordert, es müsse endlich eine Anlaufstelle für Impfgeschädigte geben, die oftmals von bestimmten Ärzten abgewiesen werden, weil die nicht wahrhaben wollen, dass das die Folgen sein können. Und das ist jemand wirklich, der mitten im politischen Geschehen steht und Verwaltungsentscheidungen zu treffen hat. Das ist kein Zufall, dass nicht wenige Pfleger den Eingriff verweigern, eben weil sie an der medizinischen Front stehen und dort viele Beispiele auch von den Folgewirkungen sehen. Auch die Lehren aus unserer Geschichte zeigen, was passieren kann,
wenn der Staat Menschen zwingt, sich einem körperlichen Eingriff zu unterziehen. Es gibt auf der Homepage des RKI eine interessante Seite unter der Überschrift 1931 bis 1940, das RKI im Nationalsozialismus. Und dort wird beschrieben, was geschieht, wenn Menschen Zwangsbehandlungen unterzogen werden. Ministerpräsident Wüst, den ich zitiert habe, ist ja nur ein Beispiel. Und er hat offen gezeigt und gesagt, dass seine Begründung ja keine primärmedizinische ist. Und der Journalist Michael Paulwitz hat das in einem Artikel neulich sehr gut beobachtet. Er sagt, die Frage impfen oder nicht ist keine medizinische Frage mehr, sondern eine von Gehorsam und Wohlverhalten. Die Fügsamen sollen belohnt und die Widerspenstigen bestraft werden. Und dann zitiert er auch Wüst und sagt, es geht jetzt darum, also er bringt das als Beleg für seine These und dann sagt Paulwitz, es geht jetzt darum, ob bürgerliche Freiheit und Eigenverantwortung das bestimmende Element des gesellschaftlichen Zusammenlebens sein soll oder ob von demokratischer Kontrolle zunehmend losgelöste Gremien und Entscheidungsträger die Kontrolle über immer größere Lebensbereiche erhalten. Zitat Ende. Und wenn wir uns der Nöte der Heiligen Römer 12 annehmen sollen, dann gehört dazu eben diese Not, dass viele Christen in unserem Land wegen der Impfpflicht massiv bedroht sind, etwa mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, wie sich das in dieser Breite noch niemals gezeigt hat. Und dazu gibt es jetzt inzwischen, das darf ich auch sagen, eine schriftliche Orientierungshilfe, auch über die rechtliche Situation, die man ebenfalls über die Adresse des ACCH bestellen kann. Und lassen Sie mich noch hinzufügen, von dieser Not sind übrigens auch viele Nichtchristen betroffen. Und wenn wir das Beste unserer Stadt suchen, dann beten wir für die Freiheit aller Menschen, wohl wissend, dass sie eine andere Freiheit noch viel, viel dringender brauchen, nämlich die Freiheit von unserer Sünde. Die Freiheit davon, dass wir unter dem gerechten Gericht Gottes stehen, wenn wir keine Vergebung bekommen. Und die Not unserer Zeitgenossen ist oftmals, das haben viele von uns immer wieder erlebt, ja geradezu ein Türöffner, um mit ihnen ins Gespräch darüber zu kommen, was bei allem, das uns alltäglich belastet, unsere größte Not ist und unser größtes Bedürfnis, nämlich Frieden mit Gott zu bekommen. Das ist die wichtigste Freiheit, denn die entscheidet am Ende über Himmel und Hölle. Und darum beten wir heute eben auch um geistliche Erweckung und um Umkehr für unser Land. Und wir bitten Gott auch um Erbarmen darüber, dass die Tötung der Schwächsten, der Schwachen, nämlich der Ungeborenen, wie Sie gehört haben, ja nun in Zukunft noch stärker legitimiert werden soll durch die Abschaffung des Paragraphen 219a. Ihr Lieben, wenn wir diese großen Aufgaben sehen, dann könnten auch wir leicht von der Resistenz in unseren Herzen gebremst und gelähmt werden. Und darum ist das in diesen Versen so eine enorme Ermutigung, dass der Herr trotz stolpernden Glaubens der Geschwister dort eine so große Erhörung geschenkt hat. Gott schenkt auch dem stolpernden Glauben eine große Erhörung. Und jetzt lasst uns zum Schluss noch schnell schauen, wie es ausgegangen ist. Als Petrus dann endlich eintritt in das Haus, da reden sie alle durcheinander. Vers 16, Petrus überklopfte weiter an und als sie nun aufmachten, sahen sie und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Das ist jetzt natürlich nicht der Apostel Jakobus, der ja schon umgebracht wurde, sondern der Halbbruder Jesu. Der hieß ja auch Jakobus und der inzwischen in der Gemeinde doch eine starke Verantwortungsposition auch bekommen hatte. Und dann heißt es von Petrus, dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Also Petrus bringt sie zur Ruhe, vielleicht auch um ein Wecken der Nachbarn zu vermeiden. Und dann taucht er für einige Zeit ab. Also Christen können offensichtlich in bestimmten Situationen auch mal untertauchen. Petrus spielt hier nicht den Helden. Er hat offensichtlich auch von Gott keinen Auftrag, jetzt zu bleiben in einer anderen Situation. In Apostelgeschichte 5, zu einem früheren Zeitpunkt, da war es anders gelaufen. Da war er befreit worden aus dem Gefängnis und stand gleich wieder im Tempel, um zu predigen. Und als die Soldaten ihn im Gefängnis suchten, sagten sie ihm, sorry, ihr müsst auf den Marktplatz gehen. Da steht er inzwischen. Da hat er anders entschieden, ja. Aber selbst wenn er jetzt hier abtaucht, nimmt er doch eine Verantwortung für die Geschwister wahr. Er lässt extra Jakobus, also den Halbbruder Jesu, informieren, das steht hier auch, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Er haut nicht einfach ab und überlässt die sich. Und dann verschwindet er für einige Zeit. Die katholische Tradition sagt, er ging dann nach Rom, aber das ist nicht historisch belegt.
Ein oder zwei Jahre danach ist er in Antiochien dann wieder aufgetaucht und ist dort wieder anzusprechen und im Dienst. Und dann trifft man ihn erst zum Apostelkonzil, also nochmal 3-4 Jahre später wieder in Jerusalem. Und während die Gemeinde endlich wieder einmal durchatmen kann, werden ihre Gegner von Gott gestoppt. Vers 18. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Und dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Also die Wachleute, die Petrus entkommen ließen, müssen jetzt nach römischem Recht die Strafe erleiden, die dem Petrus zugedacht gewesen ist. Das war das römische Recht. Und das bestätigt nochmal, dass offensichtlich die Tötung von Petrus geplant gewesen war. Für Herodes ist die Situation höchst peinlich, denn der Schauprozess war wahrscheinlich schon angekündigt. Ein ganz empfindlicher Rückschlag. Also zieht er sich erstmal nach Caesarea zurück, ans Meer. Dort hat er auch einen Palast. Erstmal raus aus der Jerusalemer Öffentlichkeit. Aber auch in Caesarea muss er dann zum Schluss erleben, wie seine Macht immer mehr zerbröselt. Und das ist dann die dritte Überraschung, die Gottes betende Gemeinde in dieser Situation noch erlebt. Erstens eine überraschende Ruhe, zweitens eine überraschende Resistenz und drittens eine überraschende Regierungsschwäche. Das ist das Dritte. Eine überraschende Regierungsschwäche. Auch in Caesarea wird Herodes nicht mehr reüssieren. Er wird dort kein Bein mehr auf die Erde bekommen. Und Lukas schildert das kurz und knapp, Vers 20. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon, zwei Städte dort in der Nähe. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf seinen Thron und hielt eine Rede an sie. Herodes hatte irgendeinen Konflikt mit Tyrus und Sidon, dort an der phönizischen Mittelmeerküste, und die suchen nun Blastus als Fürsprecher. Blastus war der königliche Kammerherr. Es kommt zu einer öffentlichen Begegnung im Palast. Herodes setzt sich in vollem Ornat auf seinen Thron. Und auf dieser Bühne wird die Gesinnung seines Herzens nochmal deutlich. Er badet im geheuchelten Beifall seiner Bittsteller. Ja, er genießt das so richtig. Also wenn es damals möglich gewesen wäre, hätten sie ihm wahrscheinlich auch noch die Ehrendoktorwürde der Universität von Caesarea verliehen. Vers 22, das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. So schnell geht das. Am Anfang von Kapitel 12 spielt Herodes noch seine volle Macht aus. Und am Ende, nur wenige Tage später, ist alles vorbei. Eine überraschende Regierungsschwäche. Auch Josephus in seinen Altertümern berichtet ausführlich über das Ende des Herodes. Das ergänzt sich ganz hervorragend mit dem, was Lukas schreibt. Etwa die Robe, von der Lukas hier in Vers 21 spricht. Er zog das königliche Gewand an, die wird von Josephus noch weiter beschrieben. Sie war aus Silber gemacht und wundervoll gestaltet, sagt Josephus. Und Josephus sagt auch, was sie gewissermaßen deklamiert haben in ihrer göttlichen Verehrung des Herodes. Sie haben zu ihm gesagt, sei uns gnädig, haben wir dich bisher nur als Mensch geachtet, so wollen wir in Zukunft ein überirdisches Wesen in dir verehren. Das war wahrscheinlich diese Gesandtschaft aus Tyrus und Sidon, die wollen den Handelskrieg beenden. Und Josephus betont in seinem Bericht, dass Herodes sich diese Huldigung gern gefallen ließ. Er schreibt, Josephus, der König wies sie und ihre gottlose Schmeichelei nicht zurück. Ja, für Heiden war das nur Schmeichelei, aber in jüdischen und in christlichen Augen ist es Gotteslästerung. Und er lässt diese Gotteslästerung geschehen, er genießt sie geradezu und dann passiert es. Herodes wird von Magenkrämpfen geschüttelt. Nach Josephus litt Herodes 5 Tage lang noch an furchtbaren Schmerzen. Und Lukas, der Arzt, schreibt die Krankenakte dann zu Ende. In Vers 23, alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen
gab er den Geist auf. Ein heftiger Wurmbefall zerstört seine Eingeweide. Das griechische Wort, was hier steht, ist sehr interessant. Skolekobrotos, das ist die Verbindung von Wurm und Essen. Also die Würmer fressen ihn auf. Und Skolex, das ist das griechische Wort wahrscheinlich für den Bandwurm, der als Parasit in Schafen zum Beispiel lebt. Ein englischer Mediziner hat zu dieser Situation geschrieben, Würmer im Darm sind das, die sich zu einem festen Ball, zu einer Zyste zusammenfügen und einen akuten Darmverschluss auslösen können. Das ist hier der Befund. Aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das steht im nächsten Vers, im Vers 24. Und da heißt es, und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Und das ist zum Schluss die überraschende Reichweite. Wir haben gesehen, die überraschende Ruhe, die überraschende Resistenz, die überraschende Regierungsschwäche. Und jetzt am Ende sehen wir die überraschende Reichweite des Evangeliums, mit der Jesus auf die Gebete seiner Gemeinde reagiert. Und so war es immer in der Geschichte. Immer. Herrscher können sich eine Zeit lang aufspielen. Aber sie dürfen nie weiter, als Gott zulässt. John MacArthur hat seinen Kommentar zu diesem Kapitel überschrieben mit dem Satz, The folly of fighting God, also die Torheit gegen Gott ankämpfen zu wollen. Und das gilt für Personen, genauso wie für Ideologien, wie für Weltanschauungen, die Gott die Ehre nehmen wollen. Sie können sich eine Zeit lang aufspielen auf der Bühne der Geschichte. Aber am Ende werden sie immer von Gott in die Schranken gewiesen. So hat es Gustav Heinemann gesagt, der spätere Bundespräsident, da war er noch Innenminister 1950. Er hat gesagt, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Gustav Heinemann. Mögen diese Feinde sich noch so frech gebärden. Denken wir etwa an Voltaire, den großen Spötter des 18. Jahrhunderts. Der sagte, Zitat, ich habe satt, dauernd zu hören, dass 12 Männer genügt hätten, um eine Religion zu gründen. Ich habe Lust zu beweisen, dass einer ausreicht, um sie auszurotten. Sein eigenes Haus in Paris wurde später zum Sitz der britischen Bibelgesellschaft. Gottes Wort breitet sich aus, wie Gott es will. Und wir durften nun heute ein Kapitel voller Überraschungen durchschreiten. Wir sahen erstens die überraschende Ruhe, die Gott seinen Leuten schenkt, wenn Gemeinde betet und Petrus schläft wie ein Baby mitten im Gefängnis. Wir sahen die überraschende Resistenz, diesen Widerstand, diese Hemmung sogar in Beterherzen, die wir kennen. Aber Gott überwindet das und Gott stoppt die Gegner letztlich durch eine überraschende Regierungsschwäche und am Ende siegt die überraschende Reichweite des Evangeliums. Gestern las ich ein Interview mit einem Experten, der die Entwicklung von Kirchen in Ländern untersucht, wo die Christen unterdrückt werden, etwa in China, in Nordkorea, in islamischen Ländern, Boyd Macmillan. Und Open Doors stellt ihm die Frage, warum glauben Sie, dass sich die Kommunistische Partei Chinas von Christen und Kirchen so bedroht fühlt? Und er antwortete darauf, kurz gesagt, wegen ihres Wachstums. Im Weltverfolgungsindex 2021 schätzt Open Doors die Zahl der chinesischen Christen auf 97 Millionen, obwohl diese Zahl von einigen sehr gut informierten Quellen noch höher eingeschätzt wird. Wenn die chinesische Kirche mit der gleichen jährlichen Rate wie seit 1980 weiter wächst, nämlich um 7%, dann wird die Zahl der Christen 2030 fast 300 Millionen betragen und im Jahr 2040 fast 600 Millionen. Wir wissen ja, dass die chinesische Führung auf langfristige Planung spezialisiert ist. Und wenn dieses Wachstum anhält, wird die Kommunistische Partei Chinas die Macht mit der christlichen Kirche teilen müssen. Eine Aussicht, die sie entsetzt. Wir wissen nicht, wie Gott es kommen lässt. Es liegt ja in seinen souveränen Händen. Gott ist nicht berechenbar. Aber das wissen wir, dass Gott sein Wort dort laufen lassen kann, wo er will, wo er will. Und diese ganze Dynamik löst Gott dadurch aus, dass er seine bedrängte Gemeinde ins Gebet treibt. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, Vers 5, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und als er rauskommt, da begibt Petrus sich sofort ins Zentrum der Macht. Und das Zentrum der Macht ist nicht der Palast des Herodes. Das Zentrum der Macht ist nicht das Kanzleramt und sind nicht die Staatskanzleien der Ministerpräsidenten.
sondern das Zentrum der Macht ist, Vers 12, das Haus Marias, der Mutter des Johannes mit Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Das ist das Zentrum der Macht. Und darum, liebe Freunde, halten wir diesen Gebetstag heute am 30. Januar. Und danach beten wir weiter. Und der Herr wird handeln. Er wird handeln, wie es richtig ist. Wie es richtig ist und optimal für seine Leute, für seine Gemeinde, nach seinem Zeitplan. Und ihm wird am Ende alle Ehre gehören. Allmächtiger Gott, dafür danken wir dir und beten dich an, dass du der Herr der Geschichte bist. Und dass wir, obwohl wir zerbrechliche Menschen sind, dass wir kommen dürfen und dich anrufen aufgrund des Versprechens, dass du gesagt hast, du wirst hören, Herr, und du wirst handeln. Herr, nicht immer verstehen wir dein Handeln, aber danke, dass du uns diese absolute Zusage gibst, dass du die Kontrolle behältst über diese Welt, über unsere Länder und über unser kleines Leben. Lass es geschehen, dass noch viele Menschen zu dir finden und erkennen, Herr Jesus Christus, dass du der einzige Retter und Herr bist, zu dem wir flüchten müssen, weil nur du unsere Schuld vergibst, Herr. Wir brauchen dich und wir beten dich an, du lieber, guter Herr.